Wir wechseln mal ganz kurz, dass ich den Toni auch noch mal ganz kurz für die Manibyte-Zuschauer hier habe. Wunderbar, was sagst du zum Unentschieden? Hast du gerade wahrscheinlich, muss ich jetzt ein bisschen wiederholen, aber ganz ehrlich, da gibt man alles 3 Minuten, da holt man alles aus sich raus. Wie lange war die Vorbereitung? Ganz kurz dazu. Bei mir war es 4 oder 4, 5 Wochen. 4, 5 Wochen, was Boxen, boxerisch. 4, 5 Wochen, ja, das war das, was ich gemacht habe. Ich habe seit 4, 5 Wochen eigentlich erst richtig klassisch geboxt. Vorher habe ich es nicht gemacht. OJ auf jeden Fall hat früher schon öfters geboxt, das sieht man auch. Der Junge hat auch richtig Luft. Ne? Normalerweise ein Amateur, der das erste Mal ein Anfänger, der kämpft oder so, der gibt ein paar von diesen wilden Schlägen, die er da macht, der hat gar keine Luft mehr. Nichtsdestotrotz habe ich ihn auch sehr gut getroffen, 1, 2 Mal richtig auf die Nase, bis sie anfing zu bluten. Und er hat auch ein paar gute Schläge gelandet. Dann hat das ein bisschen in Klammern hin und her gewesen, aber wir waren beide auf jeden Fall von den Emotionen hochgeladen. Das war auch der erste Kampf für mich. So, und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Ergebnis, womit man zufrieden sein kann. Ich hätte natürlich gern gewonnen, aber dafür brauchen wir ein paar Runden mehr. 3 mal 2 Minuten und bei jemandem, der auch boxen kann, ist schon schwer. Ne? Vor allem auch für Anfänger da. Auf jeden Fall. Ich meine, als Sportler will man immer gewinnen. Unentschieden immer so ein bisschen Trostpflaster, aber okay. Es ist gerechtfertigt. Ganz kurz aber eine Frage. Die mentale Vorbereitung. Also wir sprechen hier viel von der Vorbereitung im Boxen. Wie viel prozentual würdest du sagen, ist mentale Stärke wichtig? Also was spielt da mit? Weil auch gerade in den Social Media ist natürlich extrem das Thema hochgekocht wird. Man kriegt ja auch ein bisschen was mit. Berührt einen das? Was geht da in einem vor? Natürlich. Ich sage euch ganz ehrlich, die letzten 3 Tage vor meiner Vorbereitung waren richtig gefickt. Entschuldigung, wenn ich das so laut dir sage, aber weil dieses ganze Hin und Her, er wollte nicht kämpfen, dann hinkämpfen, hier nicht kämpfen, da nicht kämpfen, bla bla, da muss ich gegen jemanden kämpfen, mit dem ich eigentlich auch befreundet bin, also mit ihm wirklich, mit dem anderen bin ich nicht befreundet, das ist auch kein Schauspiel, keine Show, der Typ, der kann mich 3-mal am Arsch lecken, das ist für mich kein Mann und wird auch nie einer sein, der kann wieder mit kleinen Messerchen Leute jagen gehen, weißt du was, ich meine, die schwächer sind als er, aber nicht ein richtiger Mann, der wäre hingekommen, hätte gekämpft, so wie OJ das gemacht. Das ist meine Ansage. Und ich denke mal, du hast uns ein bisschen Blut geleckt. Wir machen gleich weiter. Kurz letzte Frage. Wir können einen weiteren Kampf von dir erwarten? Ja, schauen wir mal. Ne? Warum nicht? Ich meine, ich bin gut im Training. Nur diesmal ein MMA-Kampf, auf jeden Fall MMA. Okay. Dafür, ich trainiere viel mehr jetzt MMA oder sowas. Boxen habe ich, wie gesagt, die letzten 4, 5 Wochen gemacht. Harte Sparringsrunden gemacht mit meinem Team hier. David Zavada, Martin Zavada, ihr kennt ja alle. Ich habe einen Kopf aus Blei, da seht ihr, der Junge hat auch ein paar Mal richtig gut getroffen. Und ich kipp nicht um, ich fall nicht um. Aber die Anspannung und Luft geht sehr schnell bei solchen Sachen weg, weil man 3 Tage davor ein bisschen, ne, weißt du, was ich meine. Das ist 100% Energie und jetzt für dich auch nochmal eine extra Portion Zack Plus Nutrition Glutamin hilft. Und dann geht's auch morgen Abend wieder. Viel Erfolg, schönen Abend. Schöne Grüße auch an den Matthias, an alle Leute, die hingekommen sind, auch an Farid, an alle anderen Leute, an Akku, alle, die hier waren, Sinan G natürlich, Free Sinan G. Ciao.